Das diesjährige Landespokalfinale der Frauen trägt den Look eines absoluten Topspiels. Platz 2 gegen Platz 1 aus der Regionalliga Nordost, Viktoria gegen Union Berlin. Die mit Josephine Bonsu ein richtiges Talent in den eigenen Reihen haben, hat Ambitionen sogar in der Bundesliga zu spielen. Und die kommen nicht von irgendwoher, war unter anderem zur Wahl gestellt zu Berlins Fußballerin der vergangenen Saison. Die Anfangsphase jedoch dürfte überhaupt nicht nach ihrem Geschmack gewesen sein. Viktoria in den hellblauen Trikots von links nach rechts. Und mit der ersten Chance und mit dem ersten Tor nach 2 Minuten. Beslinda Shigeki auf der rechten Seite sträflich freigelassen. Und das hat Folgen für Union. Doch dieser Treffer war der Weckzorn für die Köpenicker, die das Spiel jetzt an sich rissen. Bonsu hier mit diesem Kopfball und Achtung, Chance lebt noch. Gefährlicher Ball in die Mitte und dann Nadia Pearl. Anschließende Ecke. Bonsu nimmt sich einmal mehr der Aufgabe an. Bringt den rein. Unsicherheit in der Mitte. Auch der wird nicht vernünftig geklärt. Und am Ende kommt Nathalie Götz an den Ball. Ausgleich in der 22. Minute. Der Treffer fällt zwar nach Standard, ist aber auch spielerisch alles andere als unverdient. Auch weil von Viktoria nach dem Treffer wenig kam. Halbe Stunde durch. Union weiterhin bestimmt. Bonsu nach Ballgewinn mit diesem überragenden Auge in Richtung Martas Dodulska, die auf der Seite und die findet Nadia Pearl in der Mitte und die braucht den nur noch über die Linie zu drücken. Halbe Stunde durch, Union dreht diese Partie und Bonsu einmal mehr beteiligt. Viktoria zeigte defensiv eklatante Schwächen und vor allen Dingen individuelle Fehler, die Union auszunutzen wusste. Wie hier Stodulska erneut über die linke Seite, lässt Pops komplett liegen und auch schiebt sie ihn konsequent vorbei an Torhüterin Inga Buchholz. 1-3 Union nach 43 Minuten. Die Mannschaft von Trainer Falco Grote dreht das Spiel und hält somit ein 3-1 zur Pause. Durchgang 2 jedoch flachte stark ab. Union schaltete in den Verwaltungsmodus und bei Viktoria mangelte es an den klaren Aktionen. Beispielgefällig sehen wir hier das eine der gefährlichsten Möglichkeiten der zweiten Hälfte auf Seiten der Viktoria. Erst eine Viertelstunde vor Schluss wurde es laut und zwar bei dieser Aktion. Greta Budde hatte offensichtlich ein bisschen was mit Schiedsrichter Furkan Kilic zu besprechen. Der wollte erst die gelbe Karte wegen Meckern rausholen. Dann wurde es augenscheinlich so intensiv, dass er sich gezwungen sah, die rote Karte zu erteilen. Was gesagt wurde, können wir natürlich nicht beurteilen. Wir können nur sagen, Kilic will erst die gelbe Karte, dann doch die rote. Union jetzt also 15 Minuten noch zu zählt. Und trotzdem, Viktoria kaum in der Lage, die ganz gefährlichen Möglichkeiten zu initiieren, den letzten entscheidenden Pass zu spielen. Außer hier, kurz vor Schluss in der Nachspielzeit, quasi mit der letzten Aktion der Partie, gelingt Luise Trapp der Anschlusstreffer zum 2-3. Aber schon am Jubel war sichtbar, das hier wird unterm Strich nicht mehr reichen. Union Berlin gewinnt den Landespokal der Frauen 2019, weil sie die defensiven Fehler der Himmelblauen eiskalt ausnutzten. Gepaart mit einer großartigen Mentalität ist das auch verdient. Dankeschön. Das ist auf jeden Fall ein sehr großes Event für uns gewesen, weil wir haben die Möglichkeit, jetzt das Double zu holen, wenn wir jetzt die Meisterschaft auch holen. Und ich bin ja seit diesem Jahr bei den ersten Frauen, habe letztes Jahr mit den zweiten Frauen es geholt und ich weiß, wie wichtig das für die war. Ja, wir haben eigentlich die Tore, die gefallen sind, viel zu leicht gekriegt. Ne? Auch wenn da vielleicht fragwürdige Entscheidungen vorausgehen, über die man sich sicherlich diskutieren darf, muss man aber ganz genauso darüber diskutieren, wie die Tore fallen. Beim 1-1 Ausgleichstreffer kriegen wir den Ball aus dem Zentrum nicht verteidigt. Und beim zweiten Treffer
das Kopfballduell, was wir dann verlieren. Dann stehen wir hinten auch blank, haben keine Absicherung. Und beim dritten Tor laufen wir gnadenlos in den Konter rein. Das ist dann für ein Finale natürlich zu einfach, diese Tore. In der Liga kann sich Viktoria noch revanchieren. Ein Punkt Rückstand bei 3 noch auszubleibenden Spielen. Es wird richtig spannend. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.